trotzdem plündere ich, töte ich erstmal hier unten alle, damit wir nicht jedes Mal rauslaufen müssen, um zu heilen und Mana zu regenerieren. So, das sind jetzt die Türen zu den anderen Schlafzimmern. Okay. Wenn wir zum Eingang gehen, wird dann wieder alles grün? Nein, Gegner sind immer noch zu nah dran. Wir haben bald kein Essen mehr. Also ja, wir haben noch zigtausend Äpfel im Inventar, aber... Oh. Ohne Fackellicht ist es hier richtig duster. So. Also hier rein, zurück in den Schacht. Die vier Kisten. Ich will die Kisten haben. Wenn da wieder so ein Artefakt drin ist, wie dieses Alle Geisterzauber sind stärker, dann will ich die haben. Es wäre schade, wenn wir die übersehen und irgendwann vergessen, dass wir die hier nicht genommen haben. Also, ouch. Ups. Können wir das wirklich brauchen? Felsenattacke. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Glück plus 10. Was für Schuhe hast du jetzt? Nichts Besonderes. Du heil mal bitte. Girogon. Und dann Lana. Und dann gleich nochmal Girogon. Ich werde sie alle töten. Mein Fehler. Oh, ein Meistergradzauber. Wir müssen etwas Der wird viel wert sein. Wir haben keinen Platz mehr. Ich würde gerne helfen. Das ist ärgerlich. Plattenpanzer sind immer gut was wert. Das erkenne ich nicht. Werfen wir die mal hier auf den Boden, damit wir später dran denken. So. Wir könnten versuchen, jetzt noch eine Truhe zu öffnen, aber er ist schon ein bisschen angeschlagen. Also ja, ich freue mich schon auf später, wenn er Leute wiederbeleben kann und besser heilen und was weiß ich. Hattest du nicht jetzt schon? Ja, stimmt, du hattest schon. Ein Heilzauber. Er bringt nicht besonders viel, aber... Besser als nichts. So. Du heilen sie. Du heilen sie. Kriegen wir vielleicht noch ein, zwei Truhen auf. Weil bei meinem Glück, wenn ich das versuche jetzt zu öffnen, geht genau vor das Bewahren aus und unsere Lunanera ist dann endgültig tot. Vielleicht sogar ausgelöscht und nicht tot. So. Truhe. Ich werde sie alle töten. Mein Fehler. Oh. Ich würde gerne helfen. Du siehst interessant aus. Keinen Platz mehr. Wir müssen etwas loswerden. Den Bogen weg. Können wir irgendwas ausmisten? Ja, eine Menge eigentlich. Aber wir können auch gleich verkaufen gehen. Aber dann müssten wir ganz zur Steinstadt zurück. Na gut, so oder so müssen wir erstmal raus. Wieder schlafen. Rennt um euer Leben. So. Dann würde ich gerne mit Talana einmal kurz noch so ein Inventar, rechte Maustaste gedrückt halten, durchgehen. Wir hatten irgendwo auch ein Meisterbuch gefunden. Wo ist das da geblieben? Da. Ja. Tote auferwecken. Das kannst du sehr lange im Inventar behalten. Wir Dann bitte einmal alle Frauenklamotten anziehen. Ich habe keinen Platz. Good is new. Dafür habe ich keinen Platz. Warum spricht er eigentlich jetzt Englisch? Wir müssen etwas loswerden. Good is new. Sehr komisch. Ja, jetzt laufen wir da rein, töten alles und wir lassen die Sachen erstmal liegen, habe ich gerade entschieden. Denn wir können einfach nicht mehr looten. Ich habe jetzt keine Lust, das Inventar auszusortieren. Das heißt, wir bringen alles um, erfüllen damit hier eine Aufgabe und später können wir dann nochmal hierher kommen, um alles zu Ende zu plündern. Achso, hier geht's hoch. Und mach nochmal Heldentum. Du machst nochmal Wizards ein. So. Das wäre so ganz garstiger. Weg, 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 weg. Was ist hier? Oh, ein... wie jetzt? Oh. Also es war wohl mal ein Verteidigungssystem.
dass wenn man hier in das Schloss reinkommt und die Bibliothek stürmt, dass dann jemand hinter der Tür einfach den Schalter drückt und dann werden die beschossen. Das heißt, das war's jetzt schon? Das Haus ist leer? Okay. Dann nehmen wir doch nochmal ein paar Kisten mit. Also nur noch die zwei hier. So. Ich werde sie. Ja, du wirst sie alle retten. Ups. Du kommst mit. Ich habe keinen Platz. Wir müssen etwas loswerden. Komm schon. Wir müssen etwas loswerden. Ja, warte, wir sortieren ein bisschen um. So, so. Achso, die sind größer als normale Schuhe. Ja, warte mal. So. Noch größer. Was zur Hölle sind das für Schuhe? Okay. 3x3? Ja, das sind echt 3x3 Felder große Schuhe. Die müssen sehr gut sein. Aber gut, das müsste es jetzt alles an Truhen gewesen sein. Nervig, nervig. Aber Auftrag erfüllt, Gold gemacht. 1, 2. Schlafen und bloß weg hier. Nee, nicht du. Du machst bitte magisches Auge. So, wir waren bei den Zwergen, wir waren beim Geisterhaus. Jetzt wollen wir eigentlich zurück nach Harmondale, um zu gucken, was aus unserem Schloss geworden ist. Und danach die Quest abgeben. Also die Geisterhausgeschichte. Wo war das mit dem Geisterhaus? Tötet den Drachen? Ja, nee. Also wir müssen einmal zu Snick nach Affli, wegen dem sortierten Aufzug. Und wir müssen zu Frederick Org in Irassia. Ach, war das der Kerl, der auf der Rückseite von dem verrückten Ritter gewohnt hat? Also verrückte Ritter wäre er hier. Weil er einfach so mit uns mitgegangen ist, in einer ganz grünen Abenteuertruppe, um einen Drachen zu töten. Also damals grüne Abenteuergruppe, inzwischen sind wir doch schon relativ stark. Und wir haben das Schwert immer noch in der Hand, Goodie. Nee, das ist besonders weh oder so. Einfach nur Interesse halber. Und eine neue Notiz von unserem Butler. Also ja, Hofchronist, wie er sich jetzt schimpft. Dezember der 4. 1168. Ich muss leider berichten, dass die alten Rivalitäten zwischen Irassia und Affli erneut aufflammten und wir genau dazwischen stehen. Die Tatkraft meiner Herren hat unser Harmondale zu einem strategisch wichtigen Gebiet gemacht, welches beiden Mächte zu beherrschen erstreben. Obwohl wir noch nicht unter der Rechtsprechung Irassias fallen, hat Affli seinen Anspruch auf dieses Gebiet geltend gemacht, begründet durch den Vertrag von Tularia, unterzeichnet im Jahre 673. Irassia lehnt natürlich mit Hinweis auf die Aussetzung des Vertrages von Affli im Jahre 811 durch Anwendung der Deklarations- und Annunziationsklausel ab. Ja. Als Antwort auf diese Geltendmachung dementierte Affli die Aussetzung des Vertrages, begründet durch die Doktrin von Verrätern und Verbrechern, wie sie vom großen Feldherrn Sanduin Einauge um 375 etabliert wurde. Selbstverständlich, natürlich, gab es eine ablehnende Antwort auf diesen Anspruch, denn eine ablehnende Antwort auf die ablehnende Antwort und so weiter. Die Geschehnisse der internationalen Politik würde viele Bücher füllen, sie sind aber nicht Gegenstand dieser Chronik. Es genügt zu erwähnen, dass beide Seiten gute Gründe sehen, Blut zu vergießen und dies in und um Harmondale geschehen wird. Ich fürchte um die Zukunft. Die Bevölkerung hat die Aussicht auf neuen Krieg gelassen hingenommen, aber es besteht unterschwellige Sorge. Ich bin sicher, dass der Druck auf meine Herren, sich für eine Seite zu entscheiden, sehr groß ist. Ich für meinen Teil bin nicht sicher, was ich tun würde und bin froh, diese Entscheidung nicht treffen zu müssen. Mögen meine Herren den rechten Weg einschlagen. Ja. Menschen oder Elfen? Da werden wir uns demnächst entscheiden müssen. Aber das... Erstmal wollen wir gucken, wie unser Schloss aussieht. Dann wollen wir ganz viele Sachen verkaufen. Oder auch erst verkaufen und dann gucken. Dann wollen wir zum Händler, dann wollen wir Quests abgeben und dann irgendwann können wir uns um die Politik kümmern. Prioritäten und so. Wir sind Abenteurer. Hops.
So. Da sind schon die ersten Häuser. Sehr schön. Und ich glaube, ich gehe echt erst zu den Händlern. Nicht, dass wir in unserem Schloss noch irgendwas finden, was wir mitnehmen wollen. Wir sind so prallvoll, dass kein bisschen mehr reinpasst. Also Händler waren da hinten. Waffen- und Rüstungshändler. Wir sollten auch in die Taverne einen kleinen Happen zu uns nehmen und schlafen. Unsere Helden sehen ganz schön fertig aus. Also, Waffen. Guten Tag. Darf ich helfen? Kein Platz mehr. Verkaufen. Weg, weg, weg. Danke. Rüber. Und ja, ich habe den Zweier fallen lassen, ich weiß. Guten Tag. Kenn ich nicht. Weg, 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 weg. Die werden auch nicht so toll sein. Weg, weg. Kann ich hier nicht rüberziehen irgendwie? Warte mal, schließen. Ah, so geht das, okay. Waffen. Die müssen noch identifiziert werden, diese Schuhe hier auf jeden Fall. Der Bogen mehr. Auch. Können wir das wirklich brauchen? Den hätten wir gerne. Brauchen wir wirklich noch so ein Die albernes Ding? Hätten wir auch gern. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Der kann weg. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein stinknormaler Dolch. Kein Platz. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes kann Ding? Weg. Kein Platz mehr. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes weg. Ding? Okay. Verkaufen. Weg, weg, weg. Danke. Bis dann. So, du wirst benutzt. Kein Platz. Du machst 5d2 plus 4. 5d2 plus 2. Der bleibt da. Der kommt weg. Zauber bleibt auf jeden Fall hier. Bewahrung kann weg später. Ich weiß nicht, was das ist. Kein Platz. Können wir das wirklich brauchen? Waffen können alle weg. Guten Tag. Darf ich helfen? Verkaufen. Weg, 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 weg. Nichts Besonderes. Danke. Ja, unsere Händler sind echt nicht so tolle. Guten Tag. Es ändert sich hoffentlich noch. Auf Wiedersehen, Geizhals. Hey. Der Typ. Nur herein. Bitte sehr. Sind kein Geizhals. So. Magisches allerlei. Ja. Kann ich euch helfen? Verkaufen. Edelsteine. Unnötige Ringe. Wahrung. Stadtportal behalten wir. Wasserwandeln brauchen wir nicht. Die meisten Sachen davon brauchen wir. Federfall und Heilen kann weg. So. Brauchen wir wirklich Blitzstrahl noch so behalten wir, Ding. Verbrennen behalten wir, Tag des Schutzes behalten wir, die ziehen wir an, die behalten wir, Lähmung heilen, Stein zu Fleisch, ja, ist alles praktisch. Das nimmt langsam echt viel weg. Fluch entfernen. Davon könnten wir ein paar verkaufen, aber ich denke nicht, dass ich sie haben will. Oh, doch, nimmt er. Okay, also zwei Stück davon reichen. Das heißt, alle, die jetzt grün-lila sind, kommen weg. Lähmung heilen, zwei Stück. Erdresistenz kann weg. Ganz viel Lähmung heilen kann auch alles weg. Das heißt, davon haben wir jetzt auch nur noch zwei. Das kann weg, das kann weg. Hammerhand kann weg. So, 47.000. Irgendwas Besonderes für uns so? Plus 3 Intellekt. Nö. Vielen Dank. Raus. Auf Wiedersehen. Trainingshalle. Mal gucken, ob wir ein Level up oder zwei haben. Ihr wollt ausgebildet werden. Ihr solltet hier als Lehrer arbeiten. Sorry, aber wir können euch nicht unterrichten. Nee. Okay, also müssen wir jetzt in eine andere Stadt laufen und da einen Trainer finden. Weil die hier nicht hoch genug ausbilden können. Daran sollten wir auch was ändern. Aber gut, gehen wir erstmal in unser Schloss und gucken uns da um. Es sieht schon mal wesentlich besser aus. Also nicht ganz so dunkel und so weiter, sondern richtig aufgehellt. Oh, eine Kiste. Erste Reaktion, Bewahrung, Bewahrung, Bewahrung. Und dann öffnen wir eine Kiste, die neben unserem Schloss steht. Die also quasi uns gehört. Und auch keine Falle drin hat. Ja, nee. Hallo, Wache.
Macht keinen Ärger. Das ist unser Schloss, verdammt. Oh, die Tür sieht auch gleich wesentlich besser aus. Keine Müllhaufen mehr. Ja, doch. Lässt sich sehen. Sehen in den Zimmer inzwischen auch was? Nein. Thronsaal. Thronsaal. Und gleich die Abgeordneten von den Menschen und den Elfen. Hm? Ihr habt gerufen, edle Herren. Schloss aufbauen. Meine Herren, Schloss Harmondale erwartet euch. Also sollten wir wahrscheinlich wirklich mal stöbern gehen, was es hier noch so gibt. Was ist mit dir? Lady Ellen macht höfisch einen Knicks. Ich bin Ellen Rockway. Ich vertrete Rassia in Staatsangelegenheiten. Ich werde mit eurer Erlaubnis für die Dauer eurer Herrschaft an eurem Hof bleiben. Okay. Eure Königin will so bald wie möglich mit euch sprechen. Unsere Königin? Wir fallen nicht in das Gebiet. Aber gut. Seit dem Krieg residiert sie auf Schloss Greifenherz in Stedwick, also Rassia. Das Ganze ist rein geschäftlich. Wenn neue Herren ihren Amt antreten, gibt es ein Treffen, um sicherzustellen, dass es keine Missverständnisse gibt. Das klingt jetzt eher wie bei einem Mafia-Boss. Okay. Königin Katharina zeigt besonderes Interesse an euch und teilt mir mit, dass sie eure Dienste in Anspruch zu nehmen wünscht. Okay. Seid gegrüßt, ich bin Elaine Harney, Botschafter von Effli. Ich spreche für mein Land und mein Wort ist bindend für Effli. Ich stehe jederzeit zur Verfügung für jedwedes Geschäft, das ihr Tag einfügt, wie das ihr tätigen wollt. Auch von ihm eine Einladung. Obwohl Effli momentan nicht über Harmondale herrscht, momentan nicht, die sind alle so sympathisch in ihrer Wortwahl, beansprucht mein König, Eldritch Parson von Effli, dieses Gebiet als rechtmäßiges Eigentum. Die Gründe dafür sind äußerst kompliziert. Im Prinzip geht es aber darum, dass Erassia uns dieses Land vor vielen Jahren in den Holzkriegen gestohlen hat. Und wir werden nicht aufgeben, bis wir es wieder haben. Mein König möchte euch sprechen. Reist bitte nach Pierpont im Tullianischen Forst und trefft euch mit ihm. Ihr werdet es nicht bereuen. Das ist wahrscheinlich ausschließend. Hm? Also wir können jetzt nicht mit beiden sprechen, für beide Aufträge erledigen und dann... Da müssen wir gucken. Und wie wir uns entscheiden, müssen wir dann auch sehen. Wir sollten am besten erst mit einem sprechen, vielleicht noch keine Zusagen machen und dann mit dem anderen sprechen. Aber ja, jetzt speichern wir erstmal ab und danach gucken wir uns in unserem Schloss weiter um. Weil in dem Tagebuch stand ja etwas von neuen Gebieten, die freigeschaltet wurden. Ich denke mal, das sind hier die, die wir schon mal gesehen haben, ganz am Anfang, wo hier eine Wand war. Die werden jetzt weg sein. Aber gut, dann sehen wir uns gleich wieder.